Grüß euch Leute, Toto wieder hier und willkommen bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Wie ihr seht, der neueste Patch ist da mit First Person und das heißt, die neuen Crates sind da. Das wären einmal die Gamescom Invitational Crates und die Random Weekly Crates. Falls euch das schon mal auffallen ist, ihr müsst die Invitational Crates auch mit Ingame-Währung freischalten und dann noch dazu den 2,50 Euro Key. Bitte das beachten. Und was ich hier bemerkt habe bei der Weekly Crates hier, bei denen hier, du kriegst random entweder eine Survivor oder eine Wanderer Crate. Also du kannst jetzt nicht auswählen, welche du haben willst. Ich habe jetzt bei denen jetzt mal so lange geschaut, dass ich mal von jeder Kiste eine habe. Also deswegen habe ich jetzt zum Beispiel zwei Survivor Crates und eine Wanderer und dafür auch nur. Ich habe jetzt leider nicht so viel, ich habe ein paar Credits gehortet, so ist das. Also gingen sich immerhin vier Gamescom Invitation Cases aus. So, was auch neu ist, man kann sich mal schon mal anschauen, was drin ist. Also, man hat hier zum Beispiel den Schulrock, die Hotpants und den Mini, das gehört in Black. Das sind sicher die meist verkauften, genauso wie hier der Trainingsanzug ist zum Beispiel auch drinnen. Normalerweise müsste das auch als für einen Mann geben, also zumindest hier unten, wenn man schaut, die Sets gibt es auch Female und Male. Also da haben sie schon dabei was gedacht, dass es für Female und Male gibt. Ich vermute mal, entweder gehen die Einzelstücke ziemlich teuer auf dem Steam Market raus oder hier die kompletten Sets, muss ich sagen. Ich würde mir vielleicht, mich würde interessieren, das schwarze Set für meinen Charakter. Aber da jetzt sehe ich gerade, hier in der Crate ist zum Beispiel jetzt nur der Mini-Rock, aber wo ist das Oberteil dazu? Also für Female, weil das schaut ja alles Male aus, wenn sie mich fragt. Aber egal. Schauen wir mal, was es da gibt. Also der Mini-Rock oder die Camo-Hotpants wären sehr interessant aus der Kiste. Natürlich auch der Trainingsanzug, ein komplettes Set natürlich ist am besten. Und dann haben wir hier die Wanderer Crate. Da sind noch die älteren Items drin. Aber es ist auch ein anderes Set drin. Wie ihr seht hier zum Beispiel das Blaue. Also falls ihr den Film nicht gesehen habt, Battle Royale. Eben jetzt zum Beispiel zugleich ein sehr interessanter Film und man merkt halt wirklich, dass da die Brute von Panem sehr stark inspiriert davon worden ist. Was hier neu ist, ist auf jeden Fall die Ballistikmasken ist hier drinnen neu. Die gab es vorher noch nicht, glaube ich, in der Crate, was ich wüsste. Ja, und hier nochmal Hotpants und ja, hier das Set blauer Minirock und blauer Jacke. Und zu den Hotpants. Was gehört da noch dazu? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dann noch die Survivor Crates, wo das pinke Outfit ist, genau. Also hier einmal pinke, der pinke Minirock, dazu in männliche Porton, dazu die pinke Hose und das pinke Ober. Oh, das ist Extra Woman, okay. Interessant. Also für männliche. Verzeiht, es ist schon noch ein bisschen früh. Für männliche Charaktere gibt es also nur die Hose. Interessant. Ja, das sind die neuen Kisten. Hoppla. Und für die mit den Gamescom Invitation Crates wird das Gamescom Invitation gesponsert, also das Preisgeld wird damit mitfinanziert und alles, was drüber geht, wird dann an wohltätige Zwecke gespendet. Was ich noch nicht testen kann, wegen Server-Down-Zeit, ist, ob man jetzt auch in-game zum Beispiel Keys oder Kisten gedroppt kriegt. Aber sonst, da könnt ihr ganz einfach gleich, wie so ähnlich wie bei Rainbow Six, bei CSGO, einfach hier auswählen, wie viele Keys ihr haben wollt und dementsprechend dann werdet ihr in den Steam-Market weitergeleitet. Genauso wie bei CSGO. So, ich habe jetzt zwei Survivor Crates, eine Wanderer Crates und vier Gamescom. Wir fangen mal mit den zwei Survivor Crates an, oder wir fangen eine Survivor, eine Wanderer und dann wieder die Survivor und dann zu den Gamescom. So, wir haben jetzt Fingerless Gloves Camo. So, das sind meine alten und hier sind die Camo. So,
Hast du es hier an? Ja. Warum wird das jetzt bei Gelb angezeigt? Komisch. Egal. So. Nächste. Einmal öffnen. Wir haben ein rotes T-Shirt. Rotes T-Shirt, einfach nur ein. Oh, ich hab's. Ja, meine zweite. Was waren die Clothes? Also ein ganz normaler grauer Skin. Was haben wir jetzt? Eine Baseball Cap. Wieder, wahrscheinlich wieder was Graues. Wahrscheinlich beides grau. Das rote T-Shirt war auf jeden Fall grau. Ja, beides grau. War irgendwie zu erwarten. Bei meinem Glück. So, mal schauen, welches Glück das mir jetzt erwartet in der Gamescom Invitational Kiste. Einmal schwarze Hosen. Wo haben wir die? Wo haben wir die? Na komm schon, hier. Ziehen wir die mal an. Schwarze Hosen. Super. Das letzte Item. Sehr, sehr motivierend. Ein Schul-T-Shirt. Okay. Schon mal das. Wieder letzte Reihe, aber links diesmal. Okay. Schul-T-Shirt mit Krawatte. Wir sind immerhin eine Reihe höher. So, und jetzt eine aus der Top-Reihe, bitte. Für die letzte Kiste eine aus der Top-Reihe oder ein komplettes Set. Komm schon. Hey, die Jogginghausen-Ding. Nice. hier. Ich habe einen komplett weißen Charakter. Ihr könnt meinen Charakter komplett weiß anziehen. Ja. Das sind die Gamescom Invitation Keys. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch nicht mehr kaufen. Ich will mir das mal anschauen, wie viel auf dem Steam-Market die rausgehen, das Ganze. Ich werde mal schauen, wie krass das dann das sein wird. Weil, wenn die so krass weitergehen, wie die damals die Vorbesteller Mäntel, dann ist das schon ein bisschen krass. Ja. Das war das kleine Case-Opening hier bei PlayerUnknown's. die Gamescom-Kisten sind da, die neuen Survivor und Wanderer Crates sind da und mein Glück ist wie eh und je eher mau. Interessant ist vielleicht hier, dass man vielleicht hier die schwarze Hose nehmen kann, dann ist man vielleicht ein bisschen dunkler. Ja. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei PlayerUnknown's oder einem anderen Video bei mir. Bis und ciao.